Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und wie versprochen erzähle ich euch heute etwas über das Aufstellen, Familienstellen oder systemisches Stellen. Es gibt dafür verschiedene Begriffe. Die Aufstellungstherapie kommt von Bert Hellinger, der inzwischen verstorben ist, vor 2 Jahren, glaube ich, über 90 Jahre alt wurde und diese segensreiche Therapie nach Europa gebracht hat. Inzwischen wird diese Art der Therapie auch in psychotherapeutischen Kliniken oder auch bei Psychologen angewandt. Also nicht nur bei möglichen abgedrifteten Schamanen oder Heilpraktikern, sondern das ist eine Therapie, die sicherlich von der Krankenkasse nicht anerkannt ist, aber sie ist sehr segensreich. Ja, aber ich will das jetzt nicht weiter ausführen, das kann man sich anhören, wenn man diese Edo-Dibreihe bei mir sich zu Gemüte führen möchte, da erkläre ich das alles nochmal ausführlicher. Jetzt für den Laien und für den, der es noch nicht wirklich gehört hat, was ist eine Familienaufstellung? Muss ich da meine ganze Familie mitschleppen? Nein, muss man nicht. Ich nenne es auch nicht mehr Familienaufstellung, ich nenne es Aufstellungstherapie. Ja? Aber grundsätzlich heißt es im Jargon Familienaufstellung und die meisten Insider wissen dann auch, was damit gemeint ist. Ach ja, im Übrigen gibt es auch Aufstellungstherapie, die sich dann systemisches Aufstellen in Firmen nennt. Also es ist also nichts Ungewöhnliches, dass zum Beispiel sogenannte Coaches in großen Firmen auch eine Art Aufstelltherapie machen. Genauso funktioniert es auch jetzt im heilkundlichen Bereich. Allerdings hat das systemische Aufstellen seine Grundlage auch in dem heilkundlichen. Die haben das da abgekupfert. So, also du hast ein Problem, was auch immer das sein mag. Sagen wir mal, du hast Probleme mit deinem Ehemann oder mit deiner Ehefrau und möchtest eine Klärung für deine Beziehung haben. Jetzt lief es bei mir bisher immer so ab. Bei mir gibt es immer ein Vorsorgegespräch, weil ich wissen möchte, was ist überhaupt vorgefallen. Das machen viele gar nicht. Ich finde es allerdings für mich den richtigen Weg. Und auch nach jedem Aufstellen gibt es bei mir einen Nachsorgetermin. Auch das halte ich für wichtig, aber viele machen das eben nicht. So, also ich kann also zu einer Aufstellung gehen, melde mich da an und komme dann unter Umständen auch sofort dran und der Klient fragt, was ist dein Problem? Und dann sagst du, ja, mein Problem ist, meine Frau oder mein Mann betrügt mich und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich trennen soll oder nicht oder wie gehe ich mit der Situation beispielsweise um. In diesem Raum sitzen Leute, die sich vorher noch nie gesehen haben meistens oder aber auch, vielleicht trifft man sich immer mal wieder auf so einem Event und keiner muss da irgendwas vorher lernen oder können oder irgendwas, das kann nämlich jeder, wenn er sich drauf einlässt. Wer allerdings sehr kopflastig ist, der hat da eher Probleme, weil er das gar nicht nachvollziehen kann und es auch eigentlich gar nicht soll, weil der Kopf ihm da fürchterlich im Weg ist. Es gibt natürlich auch die Gattung Leute, die sofort alles aufnehmen und völlig durchdrehen im Feld. Mir sind die anderen lieber, die ich erstmal dahin führen muss, als die, die alles wahrnehmen. Da muss ich erstmal Scheitelchakra schließen und gucken, dass ich erstmal in den Garten schicke zum Hacken, damit die wieder normal werden. Ich rede einfach so, wie ich auch sonst mit meinen Klienten rede. Das kann ich am besten. So, jetzt bist du also in dieser Runde von, sag ich mal, 10 Leuten und du bist derjenige, der arbeiten will. Jetzt sagt der Aufsteller zu dir so, dein Problem habe ich jetzt gehört, jetzt gehst du mal bitte in den Raum und dann suchst du dir bitte mal jemanden, der für dich deine Rolle übernimmt. Und dann gehst du, wenn du jetzt eine Frau bist, zu einer Frau und sagst, bist du bitte so nett und kannst für mich meine Rolle übernehmen und in meiner Rolle stehen. Und dann sagt die ja oder auch nein. Man kann ja auch nein sagen. Das gleiche passiert mit dem Mann. Auch das wird dann gewählt. Also möglichst ein Mann für einen Mann und eine Frau für eine Frau. Aber es funktioniert auch anders, wie ich festgestellt habe, weil meistens ist Frauenüberschuss und Männermangel, leider. So,
Jetzt das Problem ist welches? Ja, es gibt jetzt vielleicht eine andere Frau oder einen anderen Mann. Und dann sagt der Klient, jetzt such dir mal bitte für den Nebenbuhler oder Nebenbuhlerin auch noch einen Stellvertreter. Und dann stellst du dich hinter dich als erstes und stellst dich jetzt, so wie das Feld dich führt, schließt die Augen vorher und das Feld führt dich dann an den Platz, wo deine Stellvertreterin stehen soll. Das machst du mit Bedacht, langsam, vorsichtig und stellst sie dorthin. Dann gehst du zum nächsten, zu deinem Ehemann in dem Fall, machst es wieder genauso, schließt die Augen und stellst den Mann dahin, wo das Feld dich hinführt und so weiter und so weiter, je nachdem, wie viele Stellvertreter dann im Feld sind. Der Klient, Klientin setzt sich wieder und schaut nur zu. Und jetzt arbeitet der Therapeut oder der Aufsteller mit den Personen, die im Feld stehen, indem er rundum fragt, wie geht es dir? Und dann sagt die Ehefrau oder die Stellvertreterin, um die es geht, mir geht's schlecht, mir geht's gut, wie auch immer. Es entsteht in dem Moment ein morphogenetisches Feld, sodass Energien am Wirken sind, die man auch nicht erklären kann, dass Menschen, die dich vorher noch nie gesehen haben, keine Ahnung von deinem Problem haben, auf einmal wirklich in deiner Rolle sind. Es gibt Aufstellungen, da geht es um Kriegsverletzungen und derjenige, der in der Rolle steht, spürt, dass er kein Bein mehr hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie dieses morphogenetische Feld funktioniert. Wie gesagt, man muss sich darauf einlassen, man darf auch keine Angst haben. Das ist eigentlich eine völlig normale Sache, weil es jeder auch kann. Ja, es gibt natürlich Leute, die können das nicht und die wollen das auch nicht und für die ist natürlich auch meine Arbeit nichts. Die müssen andere Wege suchen. Aber jeder, der sich dafür öffnet, dem kann ich versprechen, dass sich seine Welt bereichert und er gesünder wird, seelisch und körperlich gesünder wird. So, jetzt ist der Aufsteller, muss hart arbeiten, sieht immer sehr leicht aus, ist es aber nicht, weil er muss denken und fühlen. Die, die im Feld stehen, haben nicht zu denken, die haben nur zu fühlen. Das Gehirn muss ausgeschaltet werden. Ganz schwierig für viele. Ja, und dann arbeitet der sich langsam vor, indem er diese Frage stellt und jene Frage stellt und so weiter und so fort. Und ganz oft sind es einfach Projektionsflächen, die ausgeschaltet werden. Und ganz oft ändert sich dann nach so einer Arbeit, wenn die Lösung dann da ist, die Lösung weiß man vorher nicht, trennt man sich. Was war das jetzt? Wieso? Warum? Es ist auch völlig egal. Es geht nie um Schuldzuweisung, um Wertung oder um irgendwas. Es geht einfach nur um Ordnung, eine Ordnung herstellen und um Klärung. Und sobald diese Ordnung und Klärung hergestellt ist, geht es den Anwesenden besser. Und meistens holt dann der Aufsteller denjenigen, um den es geht, zum Schluss nochmal rein ins Feld, damit derjenige selber spürt, wie es ihm geht und der die Rolle übernommen hatte, geht aus dem Feld raus. Aber manchmal sind die Rollen dann so hart, dass derjenige, um den es geht, gar nicht schafft, reinzugehen, also wenn es richtig um harte Themen geht. Im Grunde genommen kann man alles aufstellen, es ist egal was, man kann auch Gegenstände aufstellen, Häuser. Es ist egal, es muss jetzt nicht irgendwie um Beziehung gehen oder um Oma und Opa, sondern behalte ich mein Haus oder behalte ich es nicht, wäre auch zum Beispiel ein Thema, was ich schon öfter hatte. Oder suche ich mir einen Job in Hamburg oder in München, auch das kann man aufstellen. Was derjenige dann letztendlich damit tut, ist seine Sache. Das muss er dann entscheiden. Das ist immer nur eine Momentaufnahme, die wir da bekommen. Und Aufsteller ist nicht dafür da, es schön zu machen, sondern die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich habe jahrelang versucht, es schön zu machen, bringt aber nichts. Und die Wahrheit muss auf den Tisch. Und so, wenn die Wahrheit auf dem Tisch ist, dann flutscht es auch dann meistens, ja, auch wenn es noch so weh tut. Und viele meinen auch, sie gehen zu einer Aufstellung, damit ändert sich das Leben. Nein, das tut es nicht, sondern derjenige, der sich für eine Aufstellung öffnet, das macht. Der hat die Aufgabe, auch selber an diesem Thema weiterzuarbeiten, entweder mit Unterstützung seines Therapeuten oder aber in Eigenarbeit, dass er immer wieder an dem Thema dranbleibt. Denn der Aufsteller kann es auch nicht immer richten. Manchmal funktioniert es, dass es sofort besser wird und manchmal muss man auch öfter ran an ein Thema, vorwiegend dann, wenn es ein Lebensthema ist. Bei einem Lebensthema braucht man meistens mehrere Aufstellungen. Ist leider Gottes so, aber die Erfahrung hat es gezeigt.
Also aufstellen und damit war es das, ist ein Trugschluss. Was mir noch wichtig ist, wenn man selbst als Stellvertreter in einem solchen Feld steht, ist es eine Gnade, in Rollen stehen zu dürfen, weil die meistens denen irgendwo ähnlich sind, mit denen ich selbst zu tun habe und somit gleichzeitig was für mich auflöse. Mich haben früher immer die Leute gefragt, warum muss ich eigentlich für mein Stellvertreter-Dasein bezahlen? Ich bin doch Gast hier. Eigentlich müsstest du mich doch bezahlen. Nein, das ist so nicht. Erstens mal passiert bei den Stellvertreterrollen manchmal sogar noch viel mehr als bei der eigenen Aufstellung. Und auch diese Stellvertreterrollen sind meistens therapiebedürftig. Das bitte ich einfach mit in Betracht zu ziehen. Ja, also ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen erklären, was da passiert in einer solchen Aufstellung. Und man kann es ein bisschen nachvollziehen. Das ist aber auch wieder nur Kopf. Eigentlich kann ich das wirklich nur begreifen, wenn ich da mal dabei war und es gefühlt habe, weil alles andere ist nur Theorie und da kann ich erzählen, was ich will. Man muss es spüren. Erst dann kann man sich ein Urteil erlauben. Also wie gesagt, ich habe schon sehr, sehr tolle Arbeiten machen dürfen mit viel Heilung, aber manchmal klappt es halt auch nicht, ja, muss man auch dazu sagen. Und wenn ich es dann noch mit der Homöopathie unterstützen kann, da ich ja meine Nachsorgegespräche mache und auch im Feld oft sehe, worum geht es eigentlich, habe ich natürlich dann auch oft die passenden Mittel dazu. Und eins weiß ich auch, es ist oft so, dass Homöopathie alleine nicht hilft und Aufstellen alleine auch nicht und sich das gegenseitig bedingt. Aber das ist ja mit vielen, vielen Dingen so, dass eine Therapie meist nicht ausreicht, auch bei schweren Krankheiten nicht. Da braucht es einfach immer noch ein bisschen mehr. Bei mir hat die Erfahrung gezeigt, dass die Kombi mit der Homöopathie und der Aufstellungstherapie das Genialste ist, was ich für mich daraus schöpfen konnte und für meine Seele gut ist. Das muss nicht für jeden so sein. Ja? Also, das bitte ich zu bedenken. Alle Informationen, die ihr braucht, zu meiner Internetseite etc. etc., setze ich in den Infokasten unter dem Video, sodass ihr dann hoffentlich auch alles wiederfindet. Ansonsten schreibt mir gerne eine E-Mail und zwar auf info@lebensbaum-schule.de und weitere Infos auch zu allen anderen Themen, zu Pflanzen, zur Homöopathie. Zum Aufstellen findet ihr auch auf meiner Internetseite www.angelikalex.de. Ihr Lieben, das war erstmal die Einführung und das nächste Thema muss ich mir erst von meinem Hören selbst geben lassen. Ich werde euch rechtzeitig informieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Angelika Lex.